herzlich willkommen zu einer neuen Folge 95 Olé, das Stadtwerke Düsseldorf Fanmagazin, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben, denn wer hätte es gedacht, die Fortuna kann auswärts doch noch gewinnen. Lange haben wir darauf gewartet, beim FSV Frankfurt hat es endlich geklappt und deswegen werfen wir noch mal einen Blick auf das Spiel. Fortuna Düsseldorf gewann am Sonntag in der zweiten Fußball-Bundesliga ihr erstes Auswärtsspiel in dieser Saison gegen den FSV Frankfurt mit 2:1. In einer umkämpften Partie war es Kerim Demirbay, der in der 23. Minute per Foul-Elfmeter das 1:0 für Fortuna schoss. Gegen Ende der ersten Halbzeit legte Demirbay nach einer Vorlage von Ilas Bebu sogar noch das 2:0 nach. In den zweiten 45 Minuten beherrschten die Düsseldorfer weiterhin das Spiel, schafften es aber trotz Torchancen nicht, den Deckel drauf zu machen. Die Strafe: in der 67. Minute traf der Frankfurter Lukas Gugernich per Freistoß in den Winkel und das Spiel wurde nochmal spannend. Kerim Demirbay wurde in der Schlussphase noch zum tragischen Helden. Der Doppeltorschütze sah in der 85. Minute die gelb-rote Karte. Die Statistiken zum Spiel sehen zunächst nicht nach einem Erfolg für die Fortunen aus. Die Frankfurter hatten 8% mehr Ballbesitz und auch bei den Zweikämpfen sah es genauso aus. Frankfurt mit 54% und die Fortuna mit 46%. Bei den Torschüssen konnte die Fortuna ihre Überlegenheit zeigen. 7:13 Versuche sprechen klar für die Düsseldorfer. Das Eckenverhältnis ist fast ausgeglichen. Der FSV hat 2 Ecken mehr rausgeholt als die Rot-Weißen. Ich denke, es war ein Kampfspiel, hat jeder gesehen. Die Bedingungen waren so, dass wir mit dem Dreier natürlich den Abstand jetzt auf den FSV verkürzen konnten. Die sind jetzt nur 3 Punkte über uns und das hat man im Spiel, glaube ich, angemerkt, dass es schon ein bisschen verunsichert war, alles spielerisch mit Sicherheit kein Highlight, aber wir wissen alle, im Profisport 10 3 Punkte und die haben wir mitgenommen und das ist das Einzige, was zählt. Vielleicht kann man das einfach mit ein bisschen Glück auf das halt runterbrechen, weil ich denke, dass der Elfmeter, den musst du nicht unbedingt bekommen, hast du halt in der Situation. Und dann spielst du halt wirklich mal einfach gutes Spiel runter und ich denke, wenn du dann das Tor nicht noch kassierst, dann kann es vielleicht auch 3 oder 4-0 für uns ausgehen. So musst du am Schluss dann noch zittern und kannst froh sein, dass du endlich mal 3 Punkte auswärts geholt hast. Mit dem Sieg in Frankfurt haben die Düsseldorfer unter Interimscoach Peter Herrmann 3 ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. In der Tabelle stehen die Fortunen mit 16 Punkten auf Platz 15. Nächste Woche Montag geht es zu Hause gegen den Tabellenvierten Eintracht Braunschweig weiter. Fortuna Düsseldorf gewinnt auswärts gegen den FSV Frankfurt und allein aufgrund dieses Sieges darf ich jetzt einen fröhlichen Julian Schauerte bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Man soll es nicht überbewerten, es war nur ein Auswärtssieg, aber die Erleichterung, die ist wahrscheinlich schon groß. Ja, ich denke auch, wenn man die anderen Ergebnisse sieht, war es ein sehr wichtiger Sieg für uns. Auf jeden Fall, ich denke, nach den letzten Wochen ist einiges auf uns eingeprasselt. Auch damit der Trainerentlassung, die ja nicht ganz gut auf die Mannschaft abfärbt. Aber ich denke, wir haben da eine gute Reaktion gezeigt und es war wichtig, dort einen Dreier zu holen. Wie war die Stimmung nach dem Spiel in der Kabine? Ja, natürlich freut man sich über den ersten Auswärtssieg, vor allen Dingen, dass wir auswärts mal was geholt haben. Und ich denke, ein bisschen Erleichterung war auch zu spüren. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch 3 wichtige Spiele und vor allen Dingen jetzt 2 Heimspiele vor der Brust. Ich denke, da können wir noch einige Punkte gut machen. Wie hast du die Partie gegen Frankfurt insgesamt gesehen? Peter Herrmann hat gesagt, ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg. Ja, würde ich ihm zustimmen. Also ich denke, wir sind ordentlich reingekommen. Ich denke, da hat jeder jeden Zweikampf angenommen, ist mit sehr viel Leidenschaft an die Sache rangegangen. Und ich glaube, der Elfmeter hat uns dann natürlich auch so ein bisschen die Karten gespielt. Und wir haben weiterhin gut gestanden. Ich glaube, wir haben nicht so viel zugelassen. Und das war, glaube ich, erstmal wichtig für uns. Und das 2:0 dann vor der Halbzeit war natürlich auch so nochmal psychologisch sehr, sehr wichtig. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann irgendwie reingekämpft. Ist natürlich dann auch das blöde Tor passiert, aber wir haben das Spiel noch über die Zeit gerettet und das war dann im Endeffekt wichtig. Muss man ja dann auch, wo du sagtest, wir haben uns reingekämpft, war auch klar, dass Frankfurt dann nochmal versucht reinzukommen. War es dann gerade wichtig, dass man nach dem 2:1 dann nochmal es geschafft hat, das Ergebnis zu verteidigen, was ja in den letzten Wochen, in den letzten Spielen nicht so funktioniert hat? Ja, das hat der Trainer dann auch gesagt. Ich glaube, das war dann auch sehr, sehr wichtig, dass wir da nicht irgendwie zusammengefallen sind und nicht zu sehr hinten reingestellt haben, immer noch versucht haben, ein bisschen nach vorne zu spielen und ein bisschen Entlastung zu bekommen. Ich glaube, das war dann auch sehr, sehr wichtig, auch ein Signal dann für die nächsten Spiele, dass wir das öfters machen und uns nicht zu sehr hinten eindringen lassen, dass wir da vielleicht dann auch das 2:2 kassieren. Ein kleiner Wermutstropfen ist die gelb-rote Karte von Kerim Demirbay gewesen. Der wird schwer zu ersetzen sein. Wie macht man das? Gerade auch psychologisch, weil er hat 2 Tore gemacht. Und da wäre es natürlich schon ganz gut gewesen, wenn er auch gegen Braunschweig auf dem Platz stehen würde. Ja, natürlich ist es ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Ich glaube, man hat in den letzten Wochen gesehen, dass er auch sehr, sehr torgefährlich sein kann für uns. Und
ja, das ist uns dann ein bisschen abbekommen, aber ich glaube, Kerim hat da ja seinen Teil dazu beigetragen und ja, wie wir das dann abfangen, müssen wir dann sehen in den nächsten Trainingstagen. Aber ich glaube, wir haben ja genug Qualität vorne, um den zu ersetzen und da werden wir eine gute Lösung finden. Wie sehr kann denn dieser Sieg gegen Frankfurt jetzt beflügeln für die nächsten Spiele? Oder muss man sagen, wir haken das Spiel ab und konzentrieren uns jetzt aufs Neue gegen Braunschweig? Ja, ich denke, das ist so eine 50-50-Sache. Ich glaube, ja, wir können da ein bisschen Selbstvertrauen aus dem Sieg ziehen, aber natürlich ist auch Braunschweig eine ganz andere Mannschaft. Die stehen weiter oben. Ja, die haben das letzte Heimspiel auch gewonnen, haben natürlich auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Aber wie gesagt, wir haben Heimspiel. Ich denke, in den Heimspielen haben wir immer ganz ordentliche Ergebnisse erzielt, auch wenn es fußballerisch natürlich nicht immer nach unseren Wünschen verlief. Aber ich glaube, die Punktezahl ist okay und deswegen müssen wir daran anknüpfen, wo wir in Frankfurt aufgehört haben und dann hoffentlich einen Dreier holen gegen Braunschweig. Du hast es eben schon angesprochen, Entlassung von Frank Kramer ist nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen. Jetzt hat man danach aber das erste Spiel gewonnen unter Peter Hermann als Interimscoach. Was hat sich verändert in dieser Woche oder in welchem Zusammenhang stehen diese beiden Fakten? Ja, ich glaube, die haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Ich glaube, die haben seit dem Sommer, glaube ich, alles zusammen gemacht. Ich glaube, so ein großer Unterschied war das da nicht. Ich glaube, da, wie der Manager schon gesagt hat, ich glaube, da hat noch viel von unserem damaligen Trainer drin gesteckt in dem Sieg in Frankfurt. Und wie gesagt, Herr Herrmann hat das auch schon davor geleitet, das Training sehr, sehr oft. Und viel hat sich nicht verändert. Er hat uns natürlich dann nochmal viel Selbstvertrauen zugesprochen, dass wir da mutig auftreten und aggressiv sind. Und ja, im Endeffekt hat das dann auch geholfen. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Glück, aber ich glaube, das gehört dann im Fußball auch dazu. Und wir müssen weiter hart arbeiten und dann wird man sehen, was die Zeit bringt. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass da eine Last abgefallen ist, weil das ist ja, man erhofft sich ja im Verein immer die Reaktion durch die Trainerentlassung. Aber wie das dann am Ende zustande kommt, kann man so gar nicht erklären? Ja, eine Last würde ich nicht sagen. Also es ist immer, es wirft immer ein schlechtes Bild auf eine Mannschaft, wenn ein Trainer entlassen wird, weil wir sind im Endeffekt dafür, wir müssen dafür gerade stehen und das ist kein, von der Außendarstellung auch nicht gut für die Mannschaft und wir können es im Endeffekt dann nur auf dem Platz zeigen, dass wir das ändern können. Es ist dann im Fußball leider immer so, dass dann der Trainer leider gehen muss und deswegen sind wir als Mannschaft natürlich jetzt auch in den nächsten Spielen absolut gefordert. Dass ihr euch ganz gut mit dem Trainer verstanden habt, das zeigt auch die Tatsache, dass Karim Hagi nach dem Spiel gesagt hat, wir widmen diesen Sieg Frank Kramer. Hat schon einer aus der Mannschaft mit ihm gesprochen oder hat er sich vielleicht sogar gemeldet? Also ich weiß jetzt nicht, ob schon jemand mit ihm gesprochen hat. Ich glaube, es ist auch dann ein bisschen vielleicht wichtig, dass man da vielleicht einen gewissen Abstand dann auch erstmal zubekommt. Ich glaube, das möchte der Kramer dann auch. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch drei wichtige Spiele. Ich glaube, danach ist dann vielleicht noch ein bisschen Zeit, um das alles nochmal ein bisschen zu Revue passieren zu lassen. Aber wir müssen jetzt hart arbeiten und dann müssen die nächsten drei Spiele dann gut gestalten. Und dann kann man immer noch schauen, ob man sich da nochmal meldet oder nicht. Du hast es eben auch schon mal angesprochen, die anderen Mannschaften aus dem Tabellenkeller, die haben auch gepunktet oder die haben unentschieden gespielt alle. Deswegen war der Sieg nochmal besonders wichtig. Wie wichtig ist denn die Tatsache, dass man jetzt sagt, wir stehen über dem Strich, wir sind jetzt 15. und sind nicht mehr so direkt im Keller? Klar ist die Situation immer noch heikel und man darf sich jetzt nicht irgendwie in Sicherheit wiegen. Aber psychologisch gesehen, bewirkt das was? Wo wir das Ergebnis im Paderborn 60 gesehen haben, das ist 4-4. Ich denke, da hat man auch gesehen, dass wir da mit dem Dreier die überholen können. Ich glaube, das hat uns dann nochmal zusätzlich motiviert. Ich glaube, wenn man da unten die letzten drei Plätze einnimmt, ist es immer für den Kopf nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das haben wir gut angenommen. Und ich hoffe, dass wir da jetzt länger über den Strich bleiben können, mit dem Sieg vielleicht gegen Braunschweig dann noch vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne machen können. Das Spiel gegen Braunschweig ist dann auch das letzte Spiel in der Hinrunde. Danach fängt die Rückrunde schon an. Und Marius Ross hat sich vor dem letzten Spiel der Hinrunde natürlich das Training angeschaut und ein paar Stimmen gesammelt. Sonnenschein und gute Laune bei der Fortuna am Mittwochnachmittag. Nach dem Sieg beim FSV Frankfurt können die Spieler wieder mit ein bisschen mehr Freude an die Arbeit gehen. Und das zu Recht. Einige Spieler wie Oliver Fink feierten den letzten Auswärtssieg in der Liga im Mai beim SV Sandhausen. Mehr als ein halbes Jahr später weiß man fast nicht mehr, wie sich ein Sieg in der Ferne anfühlt. Man muss es erst realisieren und albert dann ein bisschen rum auch, weil man das Gefühl so lange nicht mehr gehabt hat, also dass man auswärts was holt. Deswegen war die Stimmung natürlich da ein bisschen ausgelassen und dann kann jeder mal einen blöden Spruch irgendwie bringen. Mit Wehmut auf das Spiel zurückblicken dürfte vermutlich Kerim Demir bei. Der Spielmacher schoss zwar zwei Tore, sah aber auch eine unnötige gelb-rote Karte. Und dann war da auch noch die Sache mit Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Ganz anders sieht das bei Lukas Schmitz aus. Nach 5 Spielen ohne Einsatz stand er wieder von Beginn an auf dem Rasen. Peter Herrmann hat ja jetzt hier so das Sagen und er hat mir einen Tag vor dem Spiel gesagt, dass er mit meiner Trainingsleistung zufrieden war. Auch die Reaktion, die ich gezeigt habe auf die, sag ich mal, die Ausbotung unter dem alten Trainer,
immer dran geblieben und mir gesagt, dass ich bei ihm jetzt das erste Spiel dann von Anfang an spiele. Schmitz darf also damit rechnen, auch im nächsten Spiel gegen Eintracht Braunschweig von Interimstrainer Peter Hermann aufgestellt zu werden. Dennoch sind einige Posten vakant. Auf den Platz im offensiven Mittelfeld könnte Oliver Fink schielen, falls Hermann gegen Braunschweig eine defensivere Ausrichtung bevorzugt. Müssen mal gucken, wer dann bis Montag alles fit ist, wer an Bord ist und dann, im Moment geht es eigentlich für alle dann nur darum, sich im Training dann auf den frei werdenden Positionen da aufzudrängen, weil Kerem wird ja was frei. Vorne im Sturm mit Diri weiß man noch nicht so genau, wie es aussieht. Also deswegen wird man sich versuchen anzubieten unter der Woche. Dass die Fortuna erst am Montagabend spielt, bedeutet aber auch, dass man Zeit hat, sich auf den nächsten Gegner einzustellen. Eintracht Braunschweig kommt als Tabellenvierter nach Düsseldorf, ist auswärts zwar nur Mittelmaß, stellt dafür aber mit nur 13 Gegentreffern die sicherste Abwehr im Unterhaus. Lukas Schmitz geht noch weiter. Für ihn ist Braunschweig sogar eine der besten Mannschaften in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich halte Braunschweig für eigentlich nach Leipzig und vielleicht auch Freiburg eigentlich für die stärkste Mannschaft, weil die einfach körperlich meiner Ansicht nach sehr stark sind. Da marschieren alle über die Außen mit viel Tempo und da gilt es ebenso, wie wir es gegen Frankfurt gemacht haben, gegenzuhalten. Vorne die Bälle, die wir uns dann hoffentlich erkämpfen, zu verwerten. Und dann ist es in der zweiten Liga so, dass du gegen jeden Chancen hast und auch gegen Braunschweig. Gelingt dort ein Sieg, dann scheint die Sonne vielleicht noch ein bisschen länger über der Fortuna. Das also ein Teil der Vorbereitung auf das Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Die Braunschweiger auf Platz 4, Julian Schauerte. Wie schätzt du die Eintracht ein? Ja, ist ein sehr unangenehmer Gegner. Ich glaube, der Trainer hat immer ein eingespieltes Team. Ich glaube, die haben immer ein Fundament, was steht bei denen. Und die haben da punktuell sich gut verstärkt. Ich glaube, jetzt sind sie auch wieder auf Tuchfüllung nach oben. Ich glaube, da schielen sie immer so ein bisschen drauf. Und ja, die waren vor 2 Jahren, glaube ich, dann auch in der Bundesliga, sind abgestiegen. Und ich glaube, Braunschweig möchte auch irgendwie wieder dahin. Aber wir werden alles daran setzen, dass wir hier 3 Punkte lassen. Und ich glaube, für uns ist es sehr, sehr wichtig, von Anfang an dagegen zu halten, weil es ist immer auch eine spielstarke Mannschaft, aber die werden auch immer aggressiv dagegen gehen und deswegen müssen wir da natürlich direkt dagegen halten. Ist denn Braunschweig für dich in der jetzigen Verfassung ein Aufstiegskandidat, kann man das sagen? Naja, ich habe die Entwicklung jetzt nicht ganz so verfolgt wie die letzten Spiele. Ich habe nur das letzte Spiel jetzt gegen Bochum natürlich verfolgt, weil wir dann auf sie treffen werden. Und ja, da hatten sie natürlich auch ein bisschen Glück mit dem Elfmeter, aber ich glaube, es ist immer eine unangenehme Truppe. Die wissen immer genau, was sie machen wollen. Die kriegen immer einen klaren Plan mit vom Trainer. Und deswegen müssen wir da natürlich komplett direkt dagegen halten und natürlich Zweikämpfe nehmen. Aber ich glaube, unser Trainer wird uns da auch sehr, sehr gut drauf einstellen. Und dann werden wir vielleicht ein paar Schwachstellen finden, wo wir dann dagegen halten können. Schwachstellen ist ein ganz gutes Sprichwort. Man sagt ja, in der Offensive gewinnt man Spiele, in der Defensive Meisterschaften. Und die Braunschweiger haben mit nur 13 Gegentreffern bisher die beste Bilanz, was das angeht. Werden dann vor so einem Spiel nochmal so ganz ausgebuffte Spielzüge trainiert? Oder ist das dann schon zu speziell? Ich glaube, das ist dann zu speziell. Also wir wollen natürlich auch unser Spiel durchbringen. Wir werden auch wieder gewisse Automatismen dann im Training trainieren, klar. Wie gesagt, wir werden dann vielleicht ein paar Schwachstellen finden, die der Trainer analysiert hat und vielleicht dann speziell darauf unser Training abstimmen. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht über das Training ein paar gewisse Spielzüge im Spiel einbringen können. Das ist natürlich dann umso schöner, aber solche Spielzüge kann man natürlich nicht voraussagen. Ein Spiel ist immer was anderes und deswegen schauen wir mal, was der Trainer sich dann da einfallen lässt. Also ist das dann quasi immer so theoretisch, wenn es so und so kommt, dann könnte man so und so spielen. Also muss man ja dann auch auf dem Spiel sehr spontan reagieren können und das dann auch wieder abrufen können. Natürlich sind immer wieder gewisse Szenen da, wo man instinktiv handeln muss und auch vielleicht mal einen anderen Spielzug wählen muss als den vorgegebenen, klar. Und ich glaube, vorgegebene Spielzüge sind immer schwierig umzusetzen. Deswegen versuchen wir da im Training natürlich, gewisse Dinge zu trainieren. Aber im Spiel ist natürlich dann immer noch ein Gegner dabei, der natürlich das alles zu verhindern versucht. Wie ist das bei dir auf der rechten Verteidigerseite? Deine klassische Alternative wäre dann im Gegensatz zur Defensive nach vorne durchzustarten auf der rechten Seite. Gibt es für dich auch eine taktische Variante, in die Mitte zu ziehen oder auf die andere Seite? Oder bleibst du erstmal auf der rechten Seite und kümmerst dich da um deinen Job? Ja, ich glaube, in erster Linie ist mein Job, Tore zu verhindern und den linken Mittelfeldspieler sozusagen aus dem Spiel zu nehmen. Aber natürlich würde ich mich gerne immer wieder mit vorne einschalten. Ich denke, das ist auch im Sinne der Mannschaft, so im Sinne des Trainers, so wie wir spielen lassen wollen. Und
Natürlich versucht man es immer wieder, aber natürlich ist es natürlich auch immer dann ja, in erster Linie schwierig. Wie gesagt, die Defensive ist dann erstmal für ein kompaktes Stehen verantwortlich und man kann sich dann immer wieder punktuell mit einschalten, klar. Wir bleiben noch mal ein bisschen bei Braunschweig. Wie sind denn so deine persönlichen Erfahrungen da gegen die Eintracht? In der dritten Liga habe ich dort mal 6-0 verloren, kann ich mich daran erinnern. In der zweiten Liga auch nicht gerade positiv. Ich weiß gar nicht, ob ich mal gegen die gewonnen habe. Ich habe mal nachgeguckt. Es waren 8 Spiele, an denen du beteiligt gewesen bist. Bei 7 hast du auf dem Platz gestanden. Es gab 2 Unentschieden und keins habt ihr gewonnen in dem Fall. Dazu kommt dann dieses unsägliche 6-0 in der dritten Liga damit mit Sandhausen. Darüber wollen wir auch gar nicht sprechen. Aber wie sehr motiviert man dich denn damit, wenn man sagt, du hast gegen Braunschweig jetzt noch nicht gewonnen. Am Montag ist der Tag gekommen. Ja, die Serie war mir jetzt nicht so bekannt, aber ich hatte da jetzt nicht mehr alle Spiele auf dem Schirm. Natürlich ist es nochmal eine zusätzliche Motivation, klar, dass man gegen Braunschweig natürlich den ersten Sieg einfahren will. Aber wie gesagt, ich glaube, für uns als Verein, für uns als Mannschaft ist es wichtig, dass wir da 3 Punkte holen. Jetzt ist es für mich jetzt natürlich unerheblich, wie meine Statistik ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir da 3 Punkte holen. Aber natürlich wird es wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel und deswegen müssen wir uns darauf gut vorbereiten. Gibt es denn sowas wie einen persönlichen Angstgegner, sage ich jetzt mal, oder eine Mannschaft, gegen die man unheimlich ungerne spielt? Also schwierig jetzt, also habe ich jetzt so nicht im Kopf, ne. Okay. Bei Eintracht Braunschweig spielt auch Adam Matuschik, der hat auch mal bei der Fortuna gespielt. Damals dann auch mit der Fortuna in die erste Liga aufgestiegen. Da war es noch ein bisschen ruhiger, was den Verein angeht. Im Moment sucht man einen neuen Trainer. Einen Vorstandsvorsitzenden, da hat man auch gerade nur einen vorübergehenden mit Paul Jäger. Wie ist das gerade bei dem Vorstandsvorsitzenden? Ist das was, was die Mannschaft betrifft? Nehmt ihr das irgendwie wahr oder ist das was, was nur am Rande passiert, was euch fußballerisch oder vom Kopf her gar nicht beeinflusst? Also ich glaube, ich kann jetzt nur für mich sprechen, also man liest es natürlich so ab und zu mal, aber ich denke, wenn wir da im Training sind oder auf dem Platz stehen, ist das komplett ausgeblendet, also das nimmt die Mannschaft jetzt überhaupt nicht so wahr. Ich denke, das sind da mehr Themen für die Presse oder für die Verantwortlichen im Verein und deswegen nimmt man das als Spieler überhaupt nicht so wahr. Beim Trainer ist es dann wahrscheinlich anders. Wie ist so deine persönliche Meinung? Bist du dafür, dass du sagst, jetzt eine schnelle Lösung und dann der Cut oder könnte das auch erstmal so ein paar Spiele weiterlaufen, so wie es gerade läuft? Ja, ich glaube, das ist immer schwierig zu beantworten. Ich glaube, die Verantwortlichen im Verein sind natürlich auf der Suche. Man kriegt es natürlich so ein bisschen immer wieder aus der Zeitung mit, wie eben schon gesagt, aber wie gesagt, die Mannschaft kann dann nur immer das Zeichen auf den Platz geben, kann immer nur trainieren und was dann am nächsten Tag passiert, das können wir dann sowieso nicht beeinflussen als Mannschaft. Deswegen ist man da, glaube ich, dann auch entspannter. Okay, weil wir ein Fanmagazin sind, haben wir uns diesbezüglich natürlich auch nochmal auf der Straße umgehört und mal ein paar Fortuna-Fanstimmen eingesammelt. Ja, also jetzt in der jetzigen Situation braucht Fortuna natürlich einen Trainer, der zumindest eine gewisse Stabilität reinbringt und ich glaube, die Mannschaft ein bisschen härter rannimmt als der letzte Trainer. Wer da jetzt im Moment so auf dem Markt ist und auch gleichzeitig finanzierbar ist, ist natürlich nicht so ganz einfach. Skibbel könnte ich mir gut vorstellen, wäre ein guter Trainer. Neuruhr auf keinen Fall. Und ja, ich hoffe, Fortuna findet den Richtigen, der jetzt in der jetzigen Situation das Beste noch draus machen kann. Also meiner Ansicht nach fände ich den besten Trainer Lucien Favre, weil es ist ein ziemlich guter Erfolgstrainer. Das hat er mit Gladbach gezeigt und soweit ich weiß, ist er auch noch frei und das wäre die richtige Wahl. Ich würde sagen Stanislavski, weil ich der Meinung bin, er würde sich bei der Mannschaft durch seine Autorität durchsetzen können. Ja, soweit ich weiß, gibt es den Alexander Ristić nicht mehr, der aktiv nichts mehr macht. Das wäre, glaube ich, der Richtige. Es liegt einfach daran, weil er eine gewisse Grundautorität ausstrahlt, die diese Truppe eigentlich braucht. Also ich finde, im Moment sollte man den Co-Trainer so belassen, wie es ist, weil es hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Und man hat auch gesehen, dass es keine Arbeitsverweigerung ist, wie am Anfang. Die brauchen mehr Selbstvertrauen, die brauchen Rückhalt von den Fans, den die in weiten Teilen auch haben, aber noch mehr. Und mehr Vertrauen in die eigene Kraft. Erstmal, dass das im Vorstand, dass der Ruhe wieder einkehrt. Ne, da ist ja momentan, da ist zu viel Unruhe. Und das trägt sich nach unten. Das ist ja klar. Und oben muss erstmal Ruhe einkehren und dann wird der Erfolg zwangsläufig. Weil wir haben eine gute Mannschaft und das wird. Ne, da muss die Ruhe einkehren jetzt und dann wird es auch wieder.
Ja, ich denke, das fängt ganz unten an. Also man spricht bei Fortuna immer von der hervorragenden Jugendarbeit. Ob das so hervorragend ist, wage ich einfach zu bezweifeln, weil wir im Profikader einfach viel zu wenig von dem sehen, was sie sich eigentlich da unten ausbilden. Und da ist eigentlich, da geht es eigentlich los. Und dann geht es über einen Vorstand, der mehr im Hintergrund arbeitet und sich nicht selbst zerfleischt. Und solange wir das nicht haben, da wird das auch nichts mit der Fortuna. Also wichtig ist, dass die Vereinsführung wieder Ruhe reinkriegt, dass wir einen vernünftigen Vorsitzenden bekommen, der die Fortuna auch wieder in Ruhe Fahrwasser führen kann, so wie der Herr Friemuth das gemacht hat. Und ja, Stabilität ist natürlich auch dann erst gegeben, wenn sichergestellt ist, dass die Mannschaft eine vernünftige Struktur hat und auch einen vernünftigen Spielführer endlich mal bekommt. Das ist also die Meinung der Fans der Fortuna. Sie haben es gesehen, das Wetter war nicht ganz so gut in Düsseldorf. Julian, du bist jetzt seit anderthalb Jahren hier in der Stadt. Wie gefällt es dir hier? Mittlerweile kannst du ein Fazit ziehen, als wir das erste Mal gesprochen haben, beziehungsweise als du das erste Mal hier warst, da warst du noch ganz frisch. Wie wohl fühlst du dich hier? Ja, also privat fühle ich mich sehr wohl. Also wie gesagt, ich bin jetzt schon anderthalb Jahre hier. Ich glaube, ja, wenn man sich so ein bisschen in Düsseldorf auskennt, ist die Stadt jetzt gar nicht so groß. Man kennt immer gewisse Ecken jetzt, wo man ja, mal hingehen kann zum Essen oder ja, mit Freunden oder so. Und deswegen ist es ja, eine ganz entspannte Stadt und ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Wo du jetzt gerade das Essen ansprichst, was ist so dein Favorite-Restaurant? Ja, speziell habe ich jetzt kein Favorite-Restaurant, aber ja, es gibt immer wieder in der Altstadt zum Beispiel oder ja, am Karlsplatz da drüben, wo der Park ist, da ist auch immer ja, sehr, sehr viel los und da sind immer ein paar Cafés, wo man sich dann auch mit Spielern dann ab und zu trifft. Wie ist es denn sportlich, deine Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren? Bist du damit zufrieden oder haderst du auch ein bisschen damit, weil du gedacht hast, es wird schneller oder besser vorangehen? Ja, zufrieden ist man, glaube ich, nie. Wie gesagt, meine persönliche ja, von den Bilanz von den Spielen her ist eigentlich okay, aber ja, die Spiele, wie die gelaufen sind, sind natürlich dann ab und zu nicht zufriedenstellend. Und natürlich hat man auch immer wieder ja, als Verteidiger gewisse Szenen, die einem da nicht so passen und wo man vielleicht auch mal an Toren beteiligt ist. Deswegen ja, gibt es da immer wieder Sachen, die man aufarbeiten kann. Auch per Video kriegen wir da immer wieder Dinge geschickt, wo man Sachen besser machen kann. Deswegen ist dann auch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber das ist ja auch, ich sag mal, ein Problem, was man als Verteidiger hat. Wenn Gegentore passieren, ist man relativ oft daran beteiligt. Noch schlimmer trifft es den Torwart. Das ist ja dann einfach positionsbezogen, denke ich. Ja, genau. Also ich glaube, als Verteidiger ist man immer wieder in gewissen 1-zu-1-Situationen oder in schwierigen Situationen, wo es dann Richtung Tor geht. Da ist man natürlich dann näher zum Tor, wo dann auch ja, gefährliche Dinge passieren. Wie gesagt, man ist da nicht komplett rausgenommen. Deswegen ja, kann man da immer wieder Dinge verbessern. Natürlich ist es in der Offensive dann genauso, wo, wenn Stürmer da ja, Fehler machen. Aber wie gesagt, jeder macht da mal Fehler und deswegen kann man da ja, nicht immer zufrieden sein, aber immer auch wieder dran Sachen arbeiten. Stillstand ist ja auch Rückschritt, sagt man. Deswegen ist das ganz gut, wenn man da immer noch was zum Verbessern findet. Wir kommen an der Stelle mal zu den Fragen der Fans. Die können Sie natürlich wie auch immer stellen, indem Sie einfach eine E-Mail an 95ole@centertv.de schreiben, so wie das auch die folgenden Zuschauer gemacht haben. Die erste Frage kommt von Sebastian Preußen. Er fragt, Julian, wann machst du dein erstes Tor für die Fortuna oder ist dir das überhaupt nicht wichtig? Ja, in erster Linie ist mir das jetzt nicht ganz so wichtig. Wenn wir gewinnen, ist es natürlich komplett unerheblich. Ich hatte natürlich jetzt auch schon ein, zwei Chancen, auch in dieser Saison, ja, wo ich ein Tor hätte erzielen können. Natürlich würde ich gerne mal vor allen Dingen hier im Stadion ein Tor machen und ja, mit den Fans zusammen jubeln, aber im Endeffekt ist es eigentlich jetzt unerheblich. Vor allen Dingen, da ich jetzt Verteidiger bin, ist es jetzt nicht ganz so mein Aufgabengebiet, aber natürlich würde ich gerne mal ein Tor machen und ja, am besten dann auch mit dem Sieg hier in der Arena feiern, klar. Wo du gerade das Stichwort Jubeln ansprichst, hast du dir schon was ausgedacht, was passiert, wenn du ein Tor schießt? Also ausgedacht habe ich mir überhaupt noch nichts. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, es kommt irgendwann. Ich hoffe noch in dieser Saison. Deswegen mache ich das dann ganz spontan und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Dann drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen. Die nächste Frage, die kommt von Marilena Klein. Sie fragt, womit bekommt man in einer fußballerisch so schwierigen Zeit den Kopf frei? Was machst du dafür in der Freizeit? Ja, ich habe halt viele Freunde, die dann auch ja, mal vorbeikommen oder ich fahre dann zu denen und ja, man kann sich da irgendwie gut unterhalten, man kann abschalten, auch beim Kaffee oder ja, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Ich denke, da ist auch immer ja, genug Abwechslung dann da oder abends, ja, wenn man dann noch was unternimmt und ich denke, dann ja, kann man sich dann in Freizeit dann auch gut gestalten, dass man da den Kopf so ein bisschen frei bekommt. Natürlich ist es in dieser Situation etwas schwierig, aber ja, es geht, funktioniert auf jeden Fall. Gerade weil es eine Situation ist, die sich halt über einen längeren Zeitraum erschreckt. Ein paar deiner Mannschaftskollegen spielen Golf. Hast du auch ein Hobby, was du dann machst?
Oder? Ja, Golfen ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich bin da sehr, sehr sportbegeistert, auch im, ja, im Basketball, in der NBA zum Beispiel. Ja, spiele ich ab und zu mal und da ist so meine Affinität zu, ja. Alles klar. Gut, dann kommen wir zu der Frage der Woche. Die stellt Luca Di Lorenzo. Der ist 8 Jahre, hat er extra dazu geschrieben. Er fragt: Hi Julian, bei welchem ausländischen Verein würdest du gerne mal spielen? Und wenn ich den Namen sehe, könnte ich mir vorstellen, er würde gerne was Italienisches hören. Ja, Italien ist nicht ganz so mein Fall. Also ich habe jetzt schon ein paar Jahre, ja, schaue ich mir gerne FC Barcelona an. Ich glaube, das ist so, ja, der Fußball, ich glaube, den vielen gefallen im Moment. Und ja, ist so ein bisschen mein Favorite-Verein. Deswegen wäre es natürlich Traum, klar, aber ja, ist natürlich ein bisschen unrealistisch deswegen, aber ist natürlich so ein bisschen mein Favorit, der FC Barcelona. Hattest du schon mal Anfragen aus dem Ausland, schon mal die Möglichkeit? Ja, nach Belgien gab es mal eine lose Anfrage, aber sonst meistens in Deutschland. Okay, das ist also die Frage der Woche von Luca Di Lorenzo und er kriegt dafür natürlich auch einen Preis. Und zwar gibt es hier unter anderem eine schöne Fortuna-Wollmütze und ich glaube, die ist zu dieser Jahreszeit auf jeden Fall sehr gut zu benutzen. Und dann gibt es noch eine schöne Thermoskanne oder Tasse, die er benutzen kann. Wahrscheinlich dann eher mit Kakao statt mit Kaffee. Aber das soll auf jeden Fall in Ordnung sein. Julian, vielen Dank für deinen Besuch. Wir wünschen natürlich ganz, ganz viel Erfolg für das Spiel gegen Eintracht Braunschweig und dann natürlich auch für den Rest dieses Jahres und dann natürlich auch für den Rest der Saison, dass es dann endlich wieder aufwärts geht oder weiter nach oben geht. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war 95 Olé, das Stadtwerke Düsseldorf Fanmagazin für diese Woche. Die nächste Folge, die lässt gar nicht so lange auf sich warten. Die gibt es nämlich schon in der nächsten Woche, dann vor dem Spiel gegen Union Berlin. Dann können Sie natürlich gerne wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.